Sag mal, hörst du da Rammstein? Ist ja der Hammer, dass du zu deinem Ruhestand hin solche Musik hörst. Ist das etwa auf der Playlist für deinen Advent dieses Jahr? Ja, du wirst nicht glauben, ist wirklich auf der Playlist. Und weißt du warum? Das Lied heißt Zeig dich. Und die schreien das raus. Das musst du dir mal angucken, mal anhören. Die schreien das raus, zeig dich. Und die meinen ja Gott. Klar weiß ich, dass Rammstein nur keine Kirchenband ist. Nur es ist doch so, in unseren Kirchen ist es immer so leise und sanft und besinnlich, liebe ich alles. Aber haben wir den Platz dafür, dass Leute mal so schreien können? Zeig dich, die Psalmen machen das doch auch. Und die singen hier, zeig dich, versteck dich nicht, zeig dich, wir verlieren das Licht. Ist das nicht adventlich? Da hast du vollkommen recht. Wenn man es so sieht, ist das wirklich ein Adventslied. Und wenn ich an andere Adventslieder denke, da geht es ja wirklich darum. Wir warten auf Gott, komm doch endlich in diese dunkle Welt. Das ist ja ganz oft ein Thema, dass es immer heller wird, auch bei uns. Ja. Und wir sind ja auch in einer Welt, die wirklich sehr verwirrend ist, sehr zerbrechlich im Moment. Mhm. Wenn ich an die Pandemie denke, was wir alles verschieben mussten. Wenn ich daran denke, was für Verschwörungstheorien es im Moment gibt. Oder extremistische Tendenzen, das sind ja auch alles Themen für die Polizei uns. Ganz, ganz stark. Und ich finde, da kann dieser hoffnungsvolle Kranz, den du gerade eben angezündet hast, mit diesem ersten Licht ein Zeichen sein, auch in seinem Rundsein für die Ewigkeit Gottes, dass er wirklich da ist, von Anfang bis Ende. Ja, das Schöne an so einem Adventskranz und auch so einem Kreis, der das ja ist, ist, wenn man dann plötzlich auf einem Kinderkarussell zusammensitzt, so wie wir zwei plötzlich, lieber Kurt, dann kann man in beide Richtungen eigentlich drehen. Man kann nach rechts drehen, nach links drehen, man kann nach vorne drehen oder nach hinten. Und ich wollte dich fragen, wohin schaust du eigentlich? Schaust du eher nach vorne oder eher nach hinten? Ach Uli, beides natürlich, beides. Also ich habe die letzten Tage und Wochen ja das Büro für dich bereitet, habe da aufgeräumt. Du wirst viele leere Ordner finden. Aber wenn ich mich jetzt auf Einzelheiten konzentriert hätte, wäre ich noch nicht fertig. Dann wäre ich an jeder Erinnerung hängen geblieben. Das habe ich nicht so gemacht. Aber ich bin froh und dankbar dafür, dass meine Rückblicke, die Erinnerungen meistens sehr schöne sind. Die haben mir das Herz erwärmt und es sind auch schon mal Tränen geflossen. Das muss ich sagen. So, also du wirst leere Ordner finden. Ich habe mich gefragt, wirst du die wieder füllen? Ich glaube eher nicht. Auch im Landeskirchenamt gibt es papierlose Büros jetzt. Deins wird auch so sein. Ich merke daran, wir haben einen großen Wandel, in dem wir sind. Und ich frage mich schon, was wird auf uns zukommen in der Gesellschaft und eben besonders in der Polizei. Sicher bin ich mir, du wirst an Arbeit keinen Mangel haben, mein lieber Uli. Ja, und wenn du mich persönlich fragst, weißt du, mitten in der Pandemie in Ruhestand zu gehen, ist schon blöd. Denn alles, was ich mir so ausgedacht vorgenommen habe, wird jetzt nicht gehen. Ich vertraue aber auf Gott, dass er mir Türen öffnen wird, durch die ich dann gehen kann. Dieses Gottvertrauen, das wünsche ich dir auch weiterhin und das habe ich auch. Ich glaube, das ist auch wichtig bei der Arbeit, das dabei zu haben. Ich schaue nämlich auch so in beide Richtungen eigentlich. Ich schaue nach hinten, schaue, wo komme ich her. 19 Jahre war ich im Gemeindepfarramt im Kinzigtal. Ich war 2 Jahre lang Polizei- und Notfallseelsorgepfarrer in meinem Kinzigkreis und bringe auch eine Menge mit an Erfahrungen und an Begegnungen, die eigentlich immer bereichernd waren. Und darauf freue ich mich auch, Menschen kennenzulernen in ihrem Arbeitsfeld, der Polizei oder der Notfallseelsorge, mit Menschen gemeinsam Wege zu gehen, die vielleicht auch nicht immer leicht sein werden. Aber ich denke, mit diesem Gottvertrauen kann das eine starke Hilfe sein. Und auch immer wieder aneinander zu lernen. Das finde ich bei jeglichen Begegnungen immer einen großen Wert. Darauf freue ich mich wirklich. Und deswegen gehe ich auch vertrauensvoll und hoffnungsvoll in die kommende Zeit. Ja, voller Hoffnung und Vertrauen. Ich habe noch mal sozusagen ein richtiges Adventslied mitgebracht, die Nummer 7 im Gesangbuch. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab, vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Und dann, wo bleibst du Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt. O komm, ach komm vom höchsten Saal,
komm, tröst uns hier im Jammertal.